Hallo miteinander, schön sind ihr dabei im Backcheck Talk. Unsere Experten Timo Helbling und der Alex Schattle. Wir haben schon etwas Feines zu trinken, hier daheim hoffentlich auch. Wir stoßen kurz an, ich würde sagen. Stoßen wir auf das an, dass wir immer wieder etwas Neues lernen können. Zum Wohl. Jedem Hockeyabend, den wir erleben. Das ist heute wieder, oder? Zum Wohl. Sachen regeln lernen wir immer etwas dazu. Übrigens, habt ihr gewusst, dass nach einem Goal der Linienrichter den Böcke einwirft? Ist euch das schon mal aufgefallen? Nein. Dir schon. Ich bin letztens zu hören als Kommentator auf dem Schlauch gestanden, wo es ein Goal geht, wo man nicht genau gewusst hat, zählt es jetzt oder zählt es nicht. Dann habe ich gesehen, den Linienrichter, der im Mittelkreis die Scheibe einwirft. Dann dachte ich, jetzt zählt es nicht. Seit dieser Saison ist es so. Der Andreas Fischer auch noch gesehen, hat das schon vorher wählen. Das habe ich auch nicht so wie NHL, nicht mehr der Headschiedsrichter, der einwirft, weil seine Idee ist, die müssen immer alles im Blick haben, eben auch bei einem Nachspiel. Und darum schaut auch der Head dann schnell auf die eine Linie, weil der Linienrichter noch nicht dort ist, wirft er den Böcki. Und dann habe ich auch gedacht, hey, es hört nie auf. Lernt immer wieder etwas dazu. Aber heute reden wir jetzt nicht über Regeln, obwohl da eben auch immer ein Haufen zu diskutieren gibt. Das haben wir ja heute wieder gesehen, auch mit unserem Trapez, das wir sehen. Wir reden über etwas, ja, was weniger lustig ist, leider aber auch dazu gehört, Verletzungen. Jetzt könnt ihr mal aufzählen, was ihr schon alles gehabt habt. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie lange haben wir Zeit? Ja, ist viel, hä? Ja. Das ist ja das, was man auch das Gefühl hat. Ja. Es gibt ständig Verletzungen. Ohne Verletzungen kommt man gar nicht durch eine Karriere, sowieso nicht, aber fast nicht durch eine Saison. Ja, durch eine Saison vielleicht schon, gibt es glaube ich schon, oder? Dass man einfach mal ab und zu ein bisschen kleinere Verletzungen hat, die einen aber nicht daran hindern. Oder? Aber es gibt Spieler, die haben Glück und denen passiert wirklich nicht viel. Und dann gibt es andere, die haben halt weniger Glück und die haben immer wieder ein bisschen etwas. Und ich bin auch so einer gewesen. Ich habe das Knie kaputt gehabt, mehrmals operiert. Ich habe mal die Harnröhre, irgendwie einen Riss gehabt nach einem Check. Einen Nierenriss hatte ich mal. Schultern. Und jetzt, was man heute in diesem Match auch gesehen hat, Aschua gegen Bern, Farni. Da hat es mich auch ein bisschen geschudert, weil mir ist genau das Gleiche passiert. Zwar nicht von einem Mitspieler, wie es jetzt dem Farni passiert ist, sondern von einem Gegenspieler, der einen Schuss ins Gesicht bekommen hat. Kiefer gebrochen, mehrfach, Zähne draussen. Und das habe ich jetzt am Schluss eigentlich fast die schlimmste Verletzung gefunden, weil es einfach näher so lang gegangen ist, bis man wieder normal können essen, vor allem. Aber einfach extrem schmerzhaft. Und beim anderen war es mehr so, okay, es tut weh, man geht operieren und nachher geht eigentlich die Reha schon wieder los und man sieht schon wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Wie viele Zähne hast du verloren? 3. Und wie viele Mal warst du beim Zahnarzt, bis nachher wieder alles gut war? Das hat man so aufbauen. Das habe ich oder schon gehört, unzählige Mal. Ja, ich weiss, 15 Mal beim Zahnarzt oder irgendwie so etwas? Ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Mal, aber einfach sehr viele Mal. Und nachher mit einer Gitterkarriere weitergespielt, oder? Nein. Eben, ja. Nein, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Jetzt habe ich auch selber Kinder, die Hockey spielen und sage eigentlich auch, behalten doch das Gitter, wenn ihr dann irgendwie mal in die aktive Liga kommt. Aber ich weiß nicht, was die werden machen. Ja, ich glaube, was der grösste Unterschied ist und was wichtig ist zum Unterscheiden, ist, dass es gibt die Blessuren, oder? Die wo während der Saison halt immer wieder passieren. Und dann fällst vielleicht mal ein Match da oder eben schlägst irgendeinen Zahn aus oder eine Zerrung oder du hast einen Finger gebrochen oder zum Teil noch schlimmere Sachen. Aber ich habe relativ viel Glück gehabt. Oder ich habe auch mal schon ein Böck ins Gesicht bekommen und habe dann einen Zahn verloren und irgendwie ein bisschen die Lippen nähen. Aber es hat mich dann gerade so getroffen, dass ich dann nicht noch den Kiefer gebrochen habe. Oder so, oder? Und also die Knie-Sachen, Schulter-Sachen habe ich eigentlich nie gehabt. Bin da eigentlich immer auch recht glimpflich durchgekommen. Und das ist zum Teil sicher auch genetisch bedingt, vielleicht auch ein bisschen, wie man sich dann gerade fühlt. Oder? Es gibt manchmal auch Leute, die sagen, Verletzungen passieren, vor allem wenn man vielleicht mal nicht so in Shape ist, wenn man vielleicht auch von der Konzentration vielleicht nicht gerade 100%ig bei der Sache ist. Und dann
können Sachen passieren. Würdest du das sagen, Alex? Ja, jetzt auf dich bezogen. Man muss unterscheiden. Ich habe angefangen zu überlegen, warum. Ja, und ich habe dort näher auch, das war in dieser Zeit anfangs 2000 in Bern, und ich bin näher auch zu einem Sportpsychologe, weil ich wirklich selber irgendwie anfange zu zweifeln. Das kann doch nicht sein, dass irgendwie jedes Jahr 20 Spiele ausfallen und nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte nicht genug hart trainiert oder wäre nicht in Shape gewesen, sondern einfach irgendwie eben Pech gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht halte das mein Körper einfach auch nicht aus, die Belastung. Das kann ja sein, oder? Und nachher habe ich mit einem Sportpsychologen auch daran gearbeitet, um die Gedanken wegzubringen, dass es nicht an dem liegt, man hat alles auseinandergenommen und gesehen. Es war einfach Pech gewesen. Du hast ja. Das ist bei mir ist sicher auch so, dass jetzt am Ende der Karriere, wo ich zum Beispiel auf den Ellbogen gefallen bin und habe das eigentlich nicht gemerkt und erst nach dem Match dann gemerkt, dass er oft war. Oder? Und dann heisst es, er muss nähen, oder? Und es ist nicht so eine Sache, aber dann hat es eine Infektion gegeben. Der Ellbogen ist eigentlich etwas vom Heikelsten zum Nähen. Und dann war die Infektion, dann hat es mal geheißen, 3 Wochen gar nichts machen. Oder? Dann habe ich 3 Wochen nichts gemacht und dann 3 Wochen wieder angefangen und dann ist der ganze Ellbogen wieder aufgeschwollen gesehen und dann das irgendwie 4 Mal. Also am Schluss habe ich dann gleich 20, 25 Matches verpasst mit einer Verletzung, die ich nicht einmal gemerkt habe. Oder das ist, dann kannst du auch sagen, es war ein bisschen Pech gesehen. Und so Sachen gibt es natürlich ganz klar. Oder? Aber es gibt dann eben auch solche Sachen, wo man muss sagen, wo dann auch ein bisschen genetisch sind, wo man dann vielleicht zum Teil auch gar nicht viel machen kann. Oder? Ja, es ist halt ein Sport, wo sehr viel Speed dabei ist, wo zum Teil auch Sachen passieren, die man halt nicht kontrollieren kann, wenn es eine Kollision geht. Oder wie man jetzt beim Yannick Zehnder gesehen hat, wo jemand einhängt blöd oder irgendwie ein Furchen am Boden und man sieht es nicht und die Kreuzbänder ist und so. Das ist zum Teil auch sehr viel Pech. Es geht jetzt in dieser Runde ja nicht unbedingt darum, dass wir die schlimmsten Sachen aufzählen, aber es gehört natürlich auch dazu. Es geht ja nachher mehr darum, eben, wie geht man damit um? Was braucht es alles, damit man zurück auf dem Eis ist? Und eben auch, was du gesagt hast, der mentale Aspekt, der allenfalls plötzlich noch eine Rolle spielt. Und vor allem, weil man ja seinen Platz auch wieder hat. Und der Konkurrenzkampf ist gross. Und darum wollen wir doch eben den angesprochenen Yannick Zehnder vom EV Zug jetzt gerade in unsere Runde holen. Weil, ja, Yannick, du bist halt schon aufgefallen mit dem Pech, den du jetzt gehabt hast. Guten Abend, ich hoffe, du bist vom Match in Zug rechtzeitig nach Hause gekommen. Aber es war ja eine klare Sache. Sie haben es wieder gerissen, deine Kollegen heute. Ja, super Match. Hallo miteinander zuerst. Hallo. Ja, wie... Ja, rechtzeitig zu Hause. Rechtzeitig zu Hause, ja. Wie ist es zum Zuschauen? Ja. Du zwei, wenn du zuschauen oder hast du dich schon daran gewöhnt, dass du halt im Moment nicht kannst mitspielen kannst? Ja, zum Glück sind es jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Matches. Aber das Kribbeln auf Eis, sie ist natürlich schon da. Ja, komm, nimm uns noch mal schnell mit in das, was dir passiert ist. Es hat ja angefangen im Sommer mit deiner ersten Verletzung, als du Champions Hockey League gespielt hast, eine Verletzung im Training. Was ist da passiert? Genau, also ich denke, am Freitagmorgen war es, haben wir eigentlich Training gehabt und dann bin ich mit viel Tempo eigentlich durch die Mittelzone durch und dann habe ich eigentlich gerade im dümmsten Moment, wo ich nicht damit gerechnet habe, eine leichte Kollision mit dem Mitspieler. Und dann bin ich mit vollem Tempo in die Bande reingeknallt. Und dort habe ich mir dann eigentlich starke Knochenprellungen geholt, vor allem im Knie und im Fuß. Und sind das Moseband noch leicht angerissen. Und ja, da habe ich 4 Wochen Pause gemacht, bis dann zum Spiel gegen Biel. Mhm. Sag schnell, hast du schon mehr Verletzungen gehabt dort, oder ist das für dich etwas vom Ersten gsi? Ich habe mal vor, glaube 3 oder 4 Jahren, habe ich jetzt eigentlich Glück gehabt mit Verletzungen. Habe ich vor 4 Jahren habe ich mal den Meniskus 2-mal gerissen gehabt. Mhm. Also ja. Jeder hat seine Blessuren, oder? Gut. Und dann hast du gesagt, die Verletzung ist passiert, du hast einen Monat lang verpasst, dann kommst du zurück und gibst dein Comeback am 2. Oktober, der Match in Biel mit dieser Szene gegen den Robin Grossmann. Kannst du es dir aus deiner Sicht noch mal schildern? Ja, also ich habe mich eigentlich recht gut gefühlt, den ganzen Match. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder parat zum Spielen. Ja, dann glaube ich, 8 Minuten vor Schluss bin ich hinter dem Goal gewesen und dann ist es auch zu einem unglücklichen Unfall gekommen. Dass der Stock ist eigentlich in meiner Kufe innen, hat sich festgehangen und ja, dann bin ich umgekehrt, habe das Knie und den Fuß eigentlich sehr fest verdreht. Glücklicherweise habe ich dann eigentlich nur im Fuß ein paar Bänder zerrt. Ja.
und nichts gerissen, was man ja irgendwie zuerst auch befürchtet hat. Hast du einfach Glück gehabt, dass nichts gerissen ist? Was ich Glück gehabt habe, ist eigentlich, dass ich eigentlich von der vorherigen Verletzung habe ich noch recht viel Tape am Fuß und am Knie. Und dann bin ich eigentlich froh gewesen, dass es am linken Bein passiert und nicht am rechten. Weil, ja, ich habe das Gefühl, durch das Tape, das man eigentlich gemacht hat, unter dem Schlittschuh, das kann man sich eigentlich so fast wie einen halben Gips vorstellen, dass man den Fuß eigentlich nicht mehr so in die gefährlichen Zonen bewegen kann. Und ich denke, das hat mich schon recht gerettet, dass nachher kein Band ganz klar hat. Ja. Aber du bist genug fit gewesen, um wieder zu spielen? Oder tendiert man eher darauf, so früh wie möglich halt wieder loszulegen? Nein, ich denke, es würde keinen Sinn machen, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht fit, man kann nicht in Zweikämpfe gehen, dann hilft man eigentlich auch dem Team nicht und selber frustriert es einem auch extrem, wenn man merkt, man kann nicht so spielen, wie man das normal gewöhnt ist. Mhm. Wer hat auch bei euch entschieden, wer spielt eigentlich? Alex und Timo? Ja, also in der Regel ist es schon der Spieler, aber es kommt halt ein bisschen darauf an, auch wer Coach ist, weil du spürst den Druck und jetzt gerade vielleicht ein jüngerer Spieler zum Teil, fühlt sich dann eher unter Druck gesetzt da und das darf nicht sein, finde ich, dort muss eben dann die medizinische Abteilung klar sagen, ja, er ist ready oder er ist nicht ready, oder? Aber bei gewissen Sachen ist es vielleicht auch nicht immer ganz klar, oder? Jetzt bei einem Knochenbruch, wo dann einfach der Arzt sagt, der 6 Wochen und ab dann ist er wieder einsatzfähig, weil dann ist der verheilt und dann ist es nur noch eine Frage von der Fitness. Ist das etwas anderes, als wenn du vielleicht eine muskuläre Verletzung hast oder irgendwie etwas im Rücken, wo einfach nicht hundertprozentig sicher ist und dann muss der Spieler können entscheiden. Ist für einen routinierteren Spieler aber wahrscheinlich ein bisschen einfacher als für einen jüngeren. Ja, und natürlich immer noch ein bisschen auf Saisonverlauf an und was für eine Situation man ist in der Saison. Wenn es jetzt kommt, die Playoff-Qualifikation geht, dann probiert man natürlich in der Meinung mehr auf die Zähne zu beißen. Aber ich glaube, EV Zug ist jetzt ein gutes Beispiel von Janik Zindra. Teil ist davon, wo man sieht, die haben eine grosse Organisation und die sind sich auch nicht schade, um zu sagen, okay, die geben wirklich den Leuten auch die Chance, dann zurückzukommen und sich auszukurieren und haben genug Spieler nebendran, um das nachher zu kompensieren. Und ich glaube, die ganze medizinische Betreuung beim EV Zug ist wirklich sehr top und gibt natürlich dann am Spieler die Möglichkeit, wenn er verletzt ist, optimal zurückzukommen. Und ich denke, vielleicht aus mentaler Sicht ist eine Verletzung am Anfang sicher etwas Negatives und man ist dann sehr down und depressiv, fast vielleicht bei mir schon. Wenn. Aber dann in der zweiten Phase kann man es auch wieder als Chance sehen, um vielleicht auch gewisse Sachen zu verbessern. Oder? Zum Beispiel vielleicht gewisse Sachen in der Fitness nachzuholen oder weiter aufzubauen. Und wenn man natürlich dann die Möglichkeiten hat, nebenan mit professionellem Umfeld, mit Physiotherapeuten, Krafttrainer, dann kann man wie gestärkt aus einer Verletzung zum Teil auch rauskommen. Und dann kann man das wie auch als einen positiven Einfluss auf die ganze Saison nachher sehen. Oder? Ja, schauen wir doch das schon schnell aus der Sicht von Janik. Nimmt mich schnell Wunder, vor allem auch der erste Moment. Bei dieser Situation, die du uns erzählst, beim Comeback, wo du merkst, und du hast es ja glaub, gerade sofort gemerkt, leck, jetzt bin ich wieder verletzt. Ich meine, wie tief züchte ich so etwas runter? Ja, es schon die ein oder andere Tränen müssen verheben eigentlich. Also nicht vor Schmerz, sondern vor Enttäuschung in dem Fall, oder wie? Ja, genau. Also du hast einfach sich riesig gefreut, dass jetzt endlich wieder losgeht. Es war eigentlich das erste Saisonspiel wieder mit Fans und es war eine riesige Vorfreude gewesen. Und du hast recht Gas gegeben zu dem Zeitpunkt an, dass du wieder so weit bist und dann ist es halt wieder passiert. Die ersten paar Tage sind sicher nicht die einfachsten. Wie hast du das können überwinden? Ich glaube, schlussendlich, als ich nachher dann das Video angeschaut habe, und habe ich dann müssen sagen, es hätte ja viel schlimmer rauskommen können, so wie es aussieht. Dann wird man eigentlich gleich so ziemlich schnell wieder dankbar. Mir nimmt auch noch etwas Wunder, Janik. Oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, eine Problematik oder eine Schwierigkeit bei einer Verletzung von einem Hockeyspieler, also von einem Mannschaftssportler, ist man geht eigentlich über Nacht fast so, oder wird fast zum Einzelsportler. Oder? Weil vorne bist du immer mit dem Team, trainierst zusammen, gehst jeden Tag aufs Eis, schaffst gemeinsam an einem Ziel und nachher schaffst du einfach plötzlich
an deinem Comeback? Oder wie machen dir das Bezug? Bist du jeden Tag im Team-Meeting dabei? Bist du bei den taktischen Diskussionen dabei? Oder wie machen dir das genau? Kann da der Spieler auch selber sagen, ich möchte dabei sein? Oder ich will lieber ein bisschen meine Ruhe haben und mich voll und ganz aufs Comeback konzentrieren? Ich glaube, das ist sehr individuell. Also momentan haben wir ja, oder in der letzten Zeit, haben wir ein Lazarett gehabt beim EVZ. Wir haben recht viele Verletzungen gehabt. Von dem her war ich eigentlich trotzdem nie alleine, ganz alleine am Trainieren gewesen, im Kraftraum oder wo auch immer. Meetings bin ich jetzt persönlich aus meiner Sicht sehr gerne dabei, weil man sieht ja eigentlich auch das Spiel, wo man zuschaut von der Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt eigentlich noch nie so erlebt, dass ich eigentlich von aussen so viele Matches zuschauen kann. Und ich glaube, nicht nur der physische Bereich, wie der Timo auch gesagt hat, kann man verbessern, sondern auch, wenn man jetzt die Spiele sieht, dann von oben, dann sieht man plötzlich ganz viele andere Sachen. Und ich denke, wir sind eigentlich immer noch zur gleichen Zeit in dem Stadion mit den Mitspielern. Und man redet eigentlich auch über das Spiel, aber natürlich ganz klar, so, man vermisst schon in der Garderobe zu sein während dem Spiel oder auf der Garfahrt und so. Das ist schon etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber ist es so, dass du plötzlich ganz viel mehr Termine hast als vorher? Das hört man immer wieder von Verletzten, die sagen, leck mir, mein Tag ist wirklich ausgelastet. Ja, das ist schon so. Also, vor allem jetzt bei uns, sie schauen eigentlich schon recht gut, dass wir halt möglichst wenig Zeit verschwenden eigentlich. Wir haben eigentlich immer etwas zu tun, mit Physio oder halt im physischen Bereich, wo man arbeiten kann. Und da sind wir, wie gesagt, auch eigentlich bei den Meetings dabei, die das Team hat mit der Videoanalyse und so. Es ist eigentlich auch immer gut, dass man up-to-date bleibt und auch frisch im System ist, auch wenn es dann wieder zurückkommt. Und zusätzlich bist du halt dann an den Events, wo für Sponsoren und Donatoren während Spieltage werden dann halt die Verletzten natürlich aufboten. Ja, wir reden jetzt ja bewusst über Verletzungen, die eben nicht Hirnerschütterungen sind, weil das wirklich ganz normal ein anderer Fall ist. Beschränken wir uns jetzt eben auf die Verletzungen, die können heilen können, wo man auch etwa weiss, wie lange das es geht, ist ja nochmal eine andere Situation, oder? Ja, das ist sicher optimal, wenn man weiss, okay, der Doktor sagt, es geht 6 Wochen, man hat ein Comeback, am Anfang ist man ein enttäuscht und dann sieht man wirklich dann so Ziellinien auf das Hennenarbeiten, merkt dann wieder ins Mannschaftstraining reinkommt und geht dann das Comeback. Das ist so die klassische Story, oder? Aber dann gibt es natürlich auch die anderen Sachen, so ein bisschen die chronischen Sachen, die dann vielleicht ähnlich wie die Hirnerschütterungsgeschichte reingehen, wo man halt zum Teil vielleicht gar nicht weiss, okay, wie lange geht das wirklich noch, oder? Und kommt das jetzt wieder, oder? Also habe ich es jetzt überstanden, oder kommen die Listenprobleme? Also das sind so Sachen, die man gehört, Luki Flüeler, der jahrelang immer die Listenprobleme hat und wo man gesagt hat, ja, er ist einfach immer verletzt, aber es ist nicht immer, ja, es ist dann halt immer ein chronisches Problem geblieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo natürlich dann viel schwieriger ist zum Verarbeiten und dann halt da noch positiv zu bleiben, ist etwas anderes als eben bei der klassischen Verletzung, so lange geht es und dann geht es wieder los. Oder? Jede Verletzung hinterlässt eine gewisse Spur halt irgendwie und vielleicht einen Teil des Vertrauens gab, vielleicht verloren. Janik, wie nimmst du den Teil wahr von der ganzen Geschichte? Ja, ich glaube, für mich persönlich ist es am einfachsten, zum wieder reinkommen, ist, wenn man viel Teamtrainings machen kann mit der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, vor allem das schlechte Gefühl, das man hat, ob es jetzt echt wieder passieren kann oder nicht, oder ob man schon parat ist, das ist für mich eigentlich, finde ich das im Training raus, wenn ich mir sage, versuche eigentlich die Intensität so hoch wie möglich zu halten, dass es eigentlich recht neu am Spiel ist und wenn du nachher dort immer wieder merkst, ich kann in den Zweikampf hineingehen, ohne dass etwas passiert, ich kann schiessen, ohne dass es weh macht, dann kann man das dann im Spiel eigentlich ziemlich schnell auch abschalten. Aber das ist ein wichtiger Punkt, oder? Das Vertrauen, das muss man sich eben zuerst wieder zurückholen, auch, Timo, oder? Man sollte dann wieder dorthin gehen, wo es weh tut und wo genau wieder das Gleiche kann passieren kann. Der Schuss, den du ins Gesicht kriegst, du musst wieder dorthin stehen. Wenn man am Ross geht, dann muss man wieder rauf, sagt man, oder? Schon, oder? Nein, klar, aber es ist natürlich nicht ganz immer einfach, weil es vielleicht dann auch zum Teil im Unterbewusstsein gewisse Sachen gibt, wenn etwas Schlimmeres passiert ist. Und, aber ja, es geht nichts anderes als einfach wieder aufs Eis. Und wie er gesagt hat, Mannschaftstraining mit dem Tempo, mit den Jungs. Und dann ist man wieder in diesem Automatismus drin und vergisst dann das irgendwann. Das ist klar, ja. Ja, ja, also ich glaube auch, es gibt nichts anderes, oder, als einfach wieder
Vollgas drin. Und es ist ja nicht so, dass man eben nach 6 Wochen oder wie lange es denn geht, einfach so, jetzt bist der Doktor gesagt, bist wieder fit und morgen spielst. Oder? Es ist ja dann auch dann ein Herentast. Je nach Verletzungen kann man ja relativ früh auch wieder aufs Eis skaten. Ich nehme an, der Janik hätte jetzt seinen Fuß recht lang auch müssen schonen. Aber wenn das etwas am Arm ist oder am Handgelenk oder so, dann sind die nach, wenn man operieren müssen, kommen sie aus dem Spital, können sie wieder aufs Eis mit dem Gips einfach wenigstens mal ein bisschen Bein bewegen und ein bisschen drin bleiben. Und dann kann man das langsam wieder aufbauen und gewinnt so auch das Vertrauen wieder zurück. Weil am Schluss will man natürlich im Team wieder dabei sein. Janik, der Konkurrenzkampf ist gross beim EV Zug. Gibt es da manchmal auch Befürchtungen, dass der Platz vielleicht plötzlich dann nicht mehr da ist? Gerade bei euch, wo jetzt so ein Haufen Junge auch die Chance kriegen und die natürlich packen wollen. Wie siehst du diesen Punkt von der ganzen Geschichte? Nein, ich denke überhaupt nicht. Das ist das Schöne beim EVZ, dass die Plätze mit unseren Jungen von der Academy aufgefüllt werden. Ich bin ja selber auch mal von der Academy unten raufgestossen. Und es ist etwas Schönes, denen zuzuschauen dürfen und auch, wie sie Gas geben. Ich habe eigentlich eine riesen Freude auf der Tribüne. Ich denke schon, dass man aus Teamsicht ist natürlich immer blöd und mühsam, wenn die Spieler verletzt sind. Oder wenn es vor allem Teams sind, die vielleicht eher ein bisschen Mühe haben und vielleicht in einer Negativspirale sind oder um Playoffs kämpfen. Aber wenn man es vielleicht ein bisschen aus einer weiteren Perspektive anschaut, das ist zum Beispiel etwas, was man sieht jetzt in Genf die letzten Jahre oder das letzte Jahr, wo sie sehr viel Verletzungen haben. Und dadurch sind aber auch gezwungen worden, sind, ihre Jungen zu bringen. Oder? Und dadurch, dass die Jungen eigentlich so gut gespielt haben, haben sie wie ein breites Kader bekommen. Weil die Verletzten sind ja dann irgendwann wieder zurückgekommen. Haben sich zum Teil natürlich auch gut vorbereiten können, sind in Topform gewesen, haben gewusst, ich muss jetzt nicht pressieren, sondern dem Team geht es einigermaßen gut. Mhm. Und dann kommst du so in die Playoffs hinein. Dann bist du natürlich als Team viel gestärkter als andere, die vielleicht nie Verletzungen haben und die anderen sind langsam vom Zahnfleisch. Oder? Ich glaube, der Aspekt, und eben, wie der Janik jetzt gesagt hat, entzogen ist natürlich das Paradebeispiel, wo man genau von dem mal lebt. Und die Jungen warten auf die Chance, bis der blöd gesagt einen verletzt, um sich dann zu beweisen. Oder? Und das ist von dem natürlich auch ein positiver Aspekt. Wie der Vorteil Hockey, dass auch so viel gespielt wird, oder? Dass du, ja, auch wenn du ausfallst, immer noch einen guten Teil von der Saison kannst erleben kannst. Und wie wir wissen, Playoffs und so, auf das streben natürlich alle an. Und die Körner, die du jetzt sparst, die hast du dann nachher noch vorig. Wie sieht der Plan jetzt aus für dein zweites Comeback in dieser Saison? Wo stehst du im Moment, Janik? Ja, sehr gut. Ich bin heute gerade noch beim Arzt. Wir sind voll im Plan und das Gute ist jetzt eigentlich, dass nächste Woche die Nazi-Pause ist. Da haben wir auch mehr Zeit, wieder machen, mit dem Team aufs Eis zu gehen. Haben wir ein paar Teamtrainings in dieser Woche und dann kann ich auch meine Fitness wieder voll auf das Level aufbringen und dann kann es dann losgehen nach der Pause. Ah, dann kannst du wieder spielen nach der Nazi-Pause, Mitte November. Genau, ja, das ist der Plan. Ja. Wunderbar, dann wünschen wir dir alles Gute. Dass du gesund bleibst im Rest der Saison und danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für unseren Backcheck-Talk. Danke auch, schönen Abend miteinander. Ja, gute Besserung. Gute Besserung. Danke. Danke. Ja, gute Besserung, das ist, da hört man öppen in dem Fall in der Garderobe, jetzt eben auch bei dieser Anzahl Verletzungen. Ja, ich will noch schnell bei euch zwei bleiben, ihr, die das jetzt ein bisschen aus dieser Perspektive eben auch könnt anschauen. Man muss einfach auch können, mit dem Ganzen in diesem Fall leben und auch mit den mentalen Schwierigkeiten, die Verletzungen mitbringen können. Ich meine, ich mag mich erinnern, du bei den Lakers, am Schluss von deiner Karriere, hast du dich auch so doppelt getroffen, oder? Wo du wirklich weisst, ui, dann geht es irgendwie nicht mehr, oder? Das war noch die erste Diagnose Kreuzbandriss, also das wäre eigentlich das Karriereende gewesen. Ja. Habe ich aber noch eine zweite Diagnose zum Glück dann machen lassen und dann war es nur ein Innen- oder ein Aussenbandriss, wo dann das heisst, 4 bis 6 Wochen und dann konnte ich noch einmal spielen. Aber das ist im ersten Moment, das weiss ich noch, als ich das MRI machen und dann hat der Arzt gesagt, es sieht aus wie ein Kreuzbandriss. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt gesehen. Oder? Und schon natürlich happy gewesen, obwohl ich natürlich auch gewusst habe, ich bin langsam am Ende von meiner Karriere. Ist natürlich nie schön, mit einer Verletzung müssen zu hören. Auf der anderen Seite, jeder muss mal hören und viele müssen weg Verletzungen hören. Das ist einfach ein Fakt. Ja, ja, ich glaube, das ist etwas, was wirklich wo hart ist, wenn man das muss anschauen muss, wenn einer mit 4, 25 eine Verletzung hat und dann einfach nicht mehr dran herkommt, oder? Wo man gar nicht weiss, was passiert jetzt mit dem, oder? Wenn mit 4, 35 dann etwas hast, wo es einfach nicht mehr
funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert, dann musst du sagen, ja gut, hätte jetzt gerne vielleicht noch Saison 2 oder vielleicht auch 3 gespielt, aber es war okay bis dahin. Oder? Es gibt ein Beispiel aus der NHL mit dem Jack Eichel, der eine Nackenverletzung hat, wo sich gar nicht einig sind, wie wollen sie es behandeln und niemand weiss genau, kommt es jetzt wieder. Oder? Und das ist ein Superstar, der in seine besten Jahre kommt und kann das vielleicht gar nicht ausleben. Ich glaube schon, das ist auch etwas, wo man sich bewusst sein muss und auch aus Ärztensicht. Oder eine Verletzung ist, das heisst, das ist einfach nach 4 Wochen und dann ist wieder gut. Oder? Ein Kreuzbandriss ist ein recht grosser Eingriff, wo langfristig dann gewisse motorische und dynamische Sachen kann verändern kann, vor allem wenn man einen Schlittschuhläufer hat. Das sieht man halt immer wieder. Und ich glaube, man muss sicher auch Hoffnung haben, aber man muss auch realistisch sein, dass Verletzungen dann wirklich Karriere einschneiden können, verändern und sogar beenden. Oder? Das ist einfach ein Teil des Business und ein Teil von unserem Sport, leider. Eben, das hat der Sport halt an sich, dass es auch viele Verletzungen gibt. Ist das halt der Schluss zu dem, wo wir kommen? Ja, ich glaube, dass man natürlich probiert, so viel wie möglich zu machen, um das zu verhindern. Ich glaube, was man jetzt macht, ist, man ernährt sich besser, man trainiert besser, bewusster, individueller. Die ganze medizinische Betreuung ist zigfache besser als früher. Also wirklich auch dann die individuelle Betreuung, spezifische Spezialisten, die man immer zubeziehen kann und so weiter. Auf der anderen Seite ist natürlich, hat sich das Spiel krass verändert. Es ist extrem schnell geworden und die Kollisionen die passieren jetzt natürlich auf einem viel höheren Level und auf einem schnelleren Level. Man probiert natürlich auch mit den Regeln, mit der Ausrüstung. Also man probiert alles, was man machen kann, aber es wird immer ein Teil sein von unserem Sport, wie auch in anderen Sportarten, wo es halt einfach dazugehört. Ja, ja und gleich finde ich, es passiert eigentlich verhältnismäßig wenig, gerade für dass es so schnell ist geworden. Oder? Und klar, eben, das Spiel ist ja schneller geworden, weil die Athleten besser ausgebildet sind, weil sie eben auch athletischer geworden sind. Und für das, es gibt immer wieder schwere Verletzungen, wie du sagst, in allen Sportarten. Aber für das, dass es so eine schnelle Sportart ist und so Kräfte wirkt, finde ich, passiert eigentlich relativ wenig, zumindest nicht schlimmes Zeug. Und was eigentlich ja auch immer bleibt, auch die schon mehrere Verletzungen hatten, Entschuldigung, man will einfach wieder zurückkommen. Das Gefühl vom Spielen und von der Sportart ausüben ist halt einfach dann gleich stärker, oder nicht? Ja, also bei mir ist es dann, ich habe auch wegen einer Verletzung am Schluss aufgehört, weil beim Knie, das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, aber wie viel Mal vorher bist du wieder zurückgekommen? Ja, dann bin ich 34 und ich bin froh gewesen, hat mir irgendwann ein Arzt gesagt, schau, jetzt geht es nicht mehr, jetzt musst du hören. Oder weil ich selber hätte wahrscheinlich immer wieder probiert, irgendetwas zu machen, dass du nicht mit einer Verletzung musst aufhören musst. Und das ist halt immer wieder der Drang, den du hast, zum können spielen, weil es einfach ein guter Sport ist, in der Garderobe mit den Jungs und so. Das ist einfach so. Nein, du willst dabei sein. Oder? Und ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als müssen allein zu trainieren, so an deinem Comeback, und du weißt, die anderen sind am Spielen. Ich meine, ich habe viel und hart und bewusst trainiert, aber aus einem Grund, dass ich noch einen besseren Eishockey spiele während dem Spiel, weil das Spiel macht Spass, wegen dem spielen wir. Es spielt niemand wegen dem Trainieren. Und von dem her ist es natürlich dann umso schlimmer, wenn du nicht spielen kannst. Ja. Und wegen dem schauen wir dann auch wieder am Freitag. Und heute trinken wir nochmal auf alle die jetzt zurückkommen von einer Verletzung. Und wir freuen uns, wenn wir euch schon bald wieder sehen. Aber was jetzt auch passiert ist, das hast du erwähnt, wir haben plötzlich viele Junge gesehen, die Chancen gekriegt haben und performen. Mhm. Und über diese Jungen reden wir dann im nächsten Backcheck-Tag am Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid, am Hockeyabend, da am Home of Hockey bei MySports. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Cheers. Zum Wohl. Zusammen. Zum Wohl.